Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fajo-Yoga-Samstagstraining. Wir machen hier jeden Samstag ein kleines Faszien-Yoga-Workout für verschiedene Körperbereiche. Wir haben das letzte Woche mit dem Knie gestartet und heute kümmern wir uns ein bisschen um die Schulter. Fajo-Faszien-Yoga bedeutet, wir brauchen Faszienrollen. Wir brauchen so eine Übungsschlaufe hier und wir brauchen im besten Fall auch noch eine Matte, damit wir ein paar Übungen auch entsprechend auf dem Boden machen können. Wenn du jetzt keine Faszienrollen hast, dann versuch die Sachen einfach zu überspringen. Du kannst auch ohne Faszienrollen deine Schulter prima bewegen. Ein paar Sachen werden wir dennoch auch mit dem Rollenset machen. Das Ganze wird, wie du vielleicht sehen kannst, ungefähr so eine halbe Stunde dauern. Und danach kann ich dir schon versprechen, werden sich deine Schultern besser anfühlen als jetzt. Lockerer, freier und auch ein bisschen beweglicher einfach. Wir starten einfach mal mit einer kleinen Bewegungsabfolge für die Schulter, denn das ist ja ein Kugelgelenk und ein Kugelgelenk ist einfach für Bewegung in ganz, ganz vielen Richtungen gemacht. Und deswegen müssen wir einfach ein bisschen mehr machen, als wir im Alltag so haben. Da haben wir ja meistens genau diese Körperhaltung, machen eigentlich fast alles vor dem Körper und müssen deswegen auch mal so ein bisschen hier einfach nach hinten arbeiten. Und genau das und ganz viele andere Dinge werden wir heute entsprechend dann machen. Wir fangen einfach erstmal an. Du kannst das im Stehen machen, im Sitzen oder im Knien, wie ich das jetzt hier mache. Wir nehmen erstmal die Arme und heben die nach oben einmal an und ziehen dann erstmal unsere Schultern so weit, wie wir können, nach hinten zurück. Lassen dabei die Oberarme ganz nah an den Ohren und ziehen dann erstmal die Arme so weit, wie wir können, nach hinten zurück. Atmen tief ein und aus dabei. Ziehen die Schultern beim Ausatmen noch ein bisschen weiter zurück. Und jetzt beginnt das Tolle. Wir ziehen die Arme jetzt weit nach hinten zurück und gehen mit den Armen immer wieder so ein bisschen weiter auseinander. Du ziehst hier deine Arme schön weit nach hinten. Das Schöne ist nämlich, je tiefer du gehst, umso weiter wirst du mit den Armen nach hinten zurückkommen. Und je nachdem, wie tief wir dann sind, kommen wir irgendwann auch tendenziell wirklich richtig, richtig weit nach hinten. Jetzt drehen wir die Arme mal ganz weit nach außen. Dann siehst du quasi seitlich hier deine Ellenbeuge nach oben zeigen. Dann hast du den Arm richtig gedreht. Und jetzt versuchen wir, die Arme auch wieder nach hinten zu ziehen und langsam nach oben hochzukommen. Das heißt, du gehst jetzt mit der Zeit immer weiter hoch, lässt deine Arme aber bitte maximal außen rotieren. Das heißt, hier zeigen deine Daumen dann tendenziell sogar ein bisschen zum Boden. Und dann einmal seitlich bis neben die Ohren hochziehen. Und jetzt wirst du schon feststellen, hier oben deine Arme wirklich ganz weit nach außen zu drehen, das würde richtig, richtig schwer. Deswegen drehen wir die Arme jetzt mal ganz weit nach innen, also genau in die andere Richtung. Ziehen die Arme ganz weit zurück und versuchen auch hier mit den Armen immer weiter nach hinten zu ziehen. Lassen die Arme jetzt aber nach innen gedreht. Das heißt, dein Daumen zeigt jetzt hier zum Boden. Und dann versuchst du deine Arme nach innen gedreht, auch wenn es anstrengend ist, immer weiter nach unten zu führen. Und jetzt in dieser innen gedrehten Position der Oberarme dann langsam wieder nach oben hochkommen. Und da wirst du merken, das geht irgendwie auch ganz, ganz schwer. Trotzdem wollen wir das probieren. Wir haben die Arme nach innen gedreht und ziehen dann die Arme hier seitlich hoch. Versuchen die Arme hinten zu halten, obwohl die Arme tendenziell beim Hochkommen dann natürlich immer wieder ein bisschen nach vorne kommen werden. Bis wir dann irgendwann oben sind mit den Armen. Und dann lassen wir die Arme erstmal wieder locker, können die so ein bisschen ausbaumeln lassen. Und dann ziehen wir mal beide Schultern nach unten runter.
rechte Schulter zieht noch ein bisschen runter. Die linke Schulter zieht noch ein bisschen runter. Deine Finger ziehst du gleichzeitig mal nach oben hoch. Und wie gesagt, beide Schultern noch mal ein bisschen runterziehen. Jetzt drehst du einmal deine Finger nach außen. Also den rechten, die rechte Hand ein bisschen nach außen und die linke Hand noch ein bisschen nach außen. Und dann die Finger einmal nach hinten sogar drehen. Und gleichermaßen die Schultern beide nach unten ziehen. Jetzt sogar noch ein bisschen weiter versuchen, die Arme zu drehen, also die Fingerspitzen zu den Beinen versuchen zeigen zu lassen. Schultern nochmal beide runterziehen. Und dann die Arme einmal nach innen drehen. Das heißt, deine Fingerspitzen zeigen dann zu den Beinen. Und du versuchst, deine Arme auch nochmal zu strecken und die Ellenbogen ganz weit nach unten runterzuziehen. Okay, auch hier langsam einmal wieder locker lassen, die Schultern so ein bisschen hin und her kreisen lassen, das wäre nicht schlecht. Und dann hebst du jetzt die Arme einmal bis ungefähr 90 Grad an und winkelst jetzt die Arme bis ungefähr 90 Grad an, also hier im Ellenbogengelenk, ne, da geht es um die 90 Grad. Und jetzt rotierst du deine Arme, das heißt, deine Ellenbogen kommen nach vorne und deine Unterarme wandern nach hinten. Von der Seite aus betrachtet, ne, sieht das dann so aus, dass die Unterarme hier zurückgehen und die Ellenbogen nach vorne ziehen. Und in dieser Position hebst du jetzt deine Arme mal an, bis du ungefähr einen 45-Grad-Winkel mit den Oberarmen hast. Wenn du dann auch 90 Grad in den Ellenbogen hast, dann können sich hier oben fast deine Hände berühren. Dann sieht das ungefähr so aus. Und da jetzt wirklich mit den Ellenbogen ganz weit zurückziehen. Die Arme dann ungefähr wieder bis auf 90 Grad absenken und dann sogar noch ein bisschen weiter absenken. Jetzt versuchst du mit deinen Ellenbogen hier seitlich zum Oberkörper zu kommen. Ziehst die Schultern entsprechend einmal schön runter und ziehst auch nochmal deine Unterarme jetzt ein bisschen nach hinten. Immer wieder Schultern runter, Schulterblätter zusammen. Okay, und dann die Arme langsam wieder locker lassen, wieder so ein bisschen die Arme baumeln lassen. Und jetzt haben wir natürlich schon eine Menge für die Schultern und den Nacken gemacht. Jetzt nehmen wir uns einmal die große Faszienrollenkugel oder eben auch die kleine, je nachdem, und gehen einmal Richtung Wand, legen die einmal so auf Höhe des Schulterblatts ungefähr an. Das ist jetzt ungefähr so die Höhe hier. Und lehnen uns dann gegen die Wand, drücken uns da einmal gegen und rollen dann den Bereich vom Schulterblatt und vom Nacken einmal aus. Das heißt, wir rollen einfach wirklich ganz, ganz langsam über so den rechten Bereich von der Brustwirbelsäule. Und das machen wir ungefähr so eine halbe Minute rechts und eine halbe Minute links. Überall einmal langrollen. Gern den Nacken auch noch so ein bisschen mitrollen, also tendenziell dann so ein bisschen höher die Kugel noch ansetzen und dann bist du hier noch seitlich auf diesem Nackenbereich, kannst den hier auch noch mal so ein bisschen abrollen, nimmst du da vielleicht auch noch mal so eine halbe Minute Zeit. Und dann wechseln wir einmal die Seite. Das heißt, erstmal links das Schulterblatt. Abrollen, einmal gegen die Wand drücken.
Und dann das so ein bisschen abrollen. Das Schulterblatt hat so eine Dreiecksform. Es gibt so eine Spitze unten, wie das beim Dreieck eben so ist, weil die Dreiecksform geht quasi nach unten. Und genau an dieser Spitze, da sind auch Muskeln. Andererseits aber auch genau über das ganze Dreieck geformt quasi sind Muskeln. Und oben sind auch nochmal ganz viele Muskeln. Da sind Schultermuskeln, obendrauf sind da Nackenmuskeln, da sind Muskeln der Rotatorenmanschette, also welche, die die Arme so nach außen und innen drehen. Also eine ganze Menge ist da einfach los beim Schulterblatt, sowohl obendrauf als auch quasi hinten. Deswegen können wir da wirklich uns mal ein bisschen mit beschäftigen. Mal schauen, wo es überall empfindlich ist. So, okay. Dann nehmen wir die Kugel einmal langsam wieder weg und gehen einfach mal runter zum Boden und brauchen jetzt im besten Fall unsere Übungsschlaufe. Wir können das auch ohne machen. Ich zeige dir das auch, wie es ohne geht. Wenn du sie hast, dann nimm sie aber mal und geh ungefähr schulterbreit auseinander mit den Händen. Bei mir ist das dann ungefähr diese Breite, das ist so die kleine Schlaufe und die mittlere quasi. Aber wie gesagt, deine Schultern, ne, sind halt vielleicht unterschiedlich breit, musst du selber schauen. Und wenn du keine Schlaufe hast, dann könntest du auch probieren, hier in die Matte einmal reinzugreifen, damit du irgendwie was hast, wo du deine Hände mit fixieren kannst. Und dann ziehst du deine Schulterblätter hier einmal zurück, drückst deinen Brustkorb jetzt nach vorne raus und wanderst hier langsam aber sicher mit deinen Pobacken nach vorne. So, bis das im Bereich der Schulter oder im Bereich des Brustkorbs hier vorne ordentlich zieht. Ziehst deine Arme schön nach hinten, streckst dann noch die Beine aus. Und das ist dann erstmal so die Position, wo du drin bleibst. Ruhig ein- und ausatmen, erstmal so ein bisschen reinspüren, die Dehnung genießen. Wenn du sie nicht genießen kannst, dann musst du ein bisschen weniger machen. Und jetzt drückst du einmal bitte mit deinen Händen in die Matte, so fest wie es geht. Noch so ein bisschen drücken, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Einmal wieder locker lassen. Und jetzt mit den Händen, wenn du nicht festhältst, also wenn du nicht in die Matte reingegriffen hast, dann mit den Händen ein bisschen zurückwandern. Wenn du jetzt die Matte gegriffen hast, so, dann nochmal mit dem Hintern ein bisschen nach vorne wandern und die Übung einfach insgesamt noch ein bisschen schwerer machen. Nur ein bisschen. Und jetzt gehst du langsam wieder aus der Position raus. Da könntest du zum Beispiel einmal mit deinem Hintern hier nach hinten zurückwandern, bis du wieder relativ gerade sitzt. Und dann hebst du nochmal die Arme hinten hoch. Also du ziehst deine gestreckten Arme nochmal so hoch wie möglich hoch. Okay, und dann langsam wieder locker lassen. Jetzt nutzen wir weiterhin die Schlaufe. Das geht auch ohne. Du kannst es sogar mit einem Besenstiel machen oder mit einem langen Handtuch. Theraband wäre nicht so gut, weil das zu elastisch ist, aber immer noch besser als nichts. Und dann kniest du dich einmal hin, nimmst deine Arme hier nach vorne und ziehst jetzt hier einmal die gestreckten Arme so weit, wie du kannst, nach hinten zurück. Und währenddessen schön ruhig ein- und ausatmen. Jetzt haben wir hier so eine Art V-Winkel mit den Armen. Da werden die Brustmuskeln in allen Fasern gedehnt. Dann ziehen wir hier mit den Armen ganz weit zurück.
Jetzt können wir hier zum Beispiel auch noch mal so ein bisschen nach links rüber gehen. Dann gehst du mit dem rechten Ohr, mit dem rechten Arm zum rechten Ohr, so ein bisschen hier rüber, ziehst aber immer noch nach hinten. Und dann das Ganze einmal noch mal zur anderen Seite, also nach rechts rüber. Und langsam wieder zurück zur Mitte und dann die Arme langsam einfach wieder absenken. Gut, als nächstes nehmen wir uns einmal die große Rolle hier und legen die einfach mal hier auf die Matte. Wir wollen uns nämlich jetzt mit dem Rücken, mit dem oberen Rücken, mit dem Bereich zwischen den Schulterblättern auf diese Rolle legen. Wenn du das dann nicht hinbekommst oder das zu viel ist, dann mach es einfach mit einer kleineren Rolle oder ohne Rolle. Und dann legst du dich hier einmal drauf, musst ungefähr gucken, dass die halt hier bei den Schulterblättern sitzt. Zu hoch wäre doof, weil wir dann nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich dass das hier so ein bisschen nach oben uns rausdrückt. Zu tief wäre auch doof, dann würde das hier im Hohlkreuz liegen, würde uns hier in die Streckung bringen. Das bringt uns aber dann nichts für die Brustwirbelsäule und die Schulter an. Deswegen, ne, Schulterblätter ist ungefähr gut. Und dann nimmst du deinen Kopf hier nach hinten. Wenn das nicht geht, dann geht das eben nicht. Dann musst du was unter den Kopf legen oder lässt den Kopf einfach oben. Und ziehst dann hier auch nochmal die Arme nach oben hinten. Also die Arme zurückziehen. Ich weiß nicht, ob man das übers Mikro gehört hat, aber meine Schulter hier hat gerade ein bisschen geknackt. Das ist wahrscheinlich nur Luft, die sich zwischen den Gelenkflächen sammelt und entweicht. Das ist also nichts Bedenkliches, wenn du das auch mal haben solltest. Ja, dann ziehst du deine Arme hier so weit, wie du kannst, nach hinten. Und dann gehst du mit den Armen ein bisschen weiter auseinander und versuchst, deine Hände in Richtung Boden zu bewegen. Dann die Arme noch mal wieder ein bisschen weiter auseinander. Und weiterhin die Arme auf den Boden legen wollen. Und dann nochmal wieder ein bisschen tiefer. Und da auch wieder die Hände auf den Boden lassen wollen. Und jetzt versuchst du auf den Boden schiebend quasi deine Arme immer ein bisschen höher zu nehmen, bis deine Hände irgendwann dann den Boden verlassen. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn du gut, sehr gut beweglich bist, dann können die ganze Zeit unten bleiben. Aber das kriegen wir meistens nicht hin. Das ist dann nicht schlimm. Dann heben die Arme einfach ab. Wir versuchen sie aber trotzdem unten zu lassen. Und dann gehen die Arme bis neben die Ohren. Und dann kommen wir langsam wieder aus der Position raus. Und kommen einmal langsam wieder hoch. Als nächstes dann einmal wieder hinknien. Die Rolle brauchen wir erstmal nicht. Aber wir brauchen wieder unsere Schlaufe, unser Handtuch, unseren Gürtel, unseren Stab hinten beim Rücken diesmal. Und wenn wir die Schlaufe haben, dann können wir die einfach so über die Schulter werfen. Und dann hängt die hier jetzt seitlich so runter. Und jetzt geht es darum, dass wir hier hinten jetzt mal versuchen, die Schlaufe zu greifen. Und den Oberarm hier jetzt auch mal nach oben hinten nehmen. So sieht das jetzt ungefähr aus. Oder von vorne, ja, sieht das ungefähr so aus. Hinten ist aber, glaube ich, ein bisschen informativer. Wir haben jetzt hier hinten die Schlaufe in der Hand. Dann oben auch. Und dann ziehen wir uns jetzt langsam mit den Händen zusammen. Das heißt, die Hände wollen irgendwann sich berühren. Wenn du das schon schaffst, dann machst du das. Wenn du das noch nicht schaffst, dann ist das eine Übung, um dahin zu kommen. Und wir können jetzt zum Beispiel auch mal mit unserem rechten Arm hier ein bisschen den linken Arm hochziehen.
Oder wir ziehen mit dem linken Arm den rechten Arm ein bisschen weiter runter. Das geht beides. Auf jeden Fall kommen wir dann immer weiter hier zusammen. Und dann lässt du mal wieder locker und dann machen wir das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Das heißt, du nimmst die Schlaufe über die linke Schulter, greifst dann mit der rechten Hand hier hinten wieder in die Schlaufe rein. Die linke Hand ist oben. Und dann versuchen wir hier langsam hochzukommen mit der unteren Hand. Und mit der oberen Hand gehen wir ein bisschen runter und dann nähern sich auch hier die Hände schön wieder an. Und ich gebe es meistens auch so einen Links-Rechts-Unterschied einfach. Also, dass eine Seite einfach ein bisschen besser ist als die andere. Ein bisschen zusammengehen, noch ein bisschen weiter. Ein bisschen, ja, der geht bestimmt noch. Und dann auch langsam wieder locker lassen und die Schlaufe dann einmal wieder wegpacken. Jetzt überlegen wir mal kurz, was wir schon alles gemacht haben. Wir waren ganz viel mit den Armen hier oben, wir waren hier hinten, wir waren hier unten, wir hatten den Arm jetzt hier gerade gebeugt. Und was uns jetzt aber noch fehlt, ist dieses hier. Und das machen wir jetzt. Das heißt, das funktioniert so, du legst dich einmal auf die rechte Seite, auf den Boden. Und dann legst du den rechten Arm hier einmal zur Seite hin, genau so 90 Grad ungefähr. Und dann versuchst du dich auf den Bauch zu legen, quasi auf den rechten Arm draufzulegen. So funktioniert die Übung dann. Na, und dann liegst du hier einmal komplett auf deinem rechten Arm drauf. Und dann zieht das vielleicht hier in der Schulter oder auch in dem Oberarm einfach. Das ist ganz normal und gewollt. Und wenn du jetzt schon recht gut bist, dann kannst du jetzt noch, wir liegen ja auf dem rechten Arm, dein rechtes Knie ein bisschen nach außen schieben. Also erstmal ist das Bein ja hier ausgestreckt. Das ist quasi das hier, das ist jetzt aber das linke Bein. Das ist das falsche jetzt quasi. Ich zeige dir das nur, weil man es besser sieht. Eigentlich ist es das rechte Bein, was hier nach außen abgespreizt wird. Und dann versuchst du erstmal in der Position drin zu bleiben. Das wird schon ordentlich ziehen, denke ich jedenfalls. Jetzt drückst du einmal bitte mit dem rechten Bein und mit dem rechten Arm, so feste wie du kannst, in die Matte oder in den Boden. 10 Sekunden ungefähr. Dann wieder locker lassen, Position so halten. Dann langsam das rechte Bein wieder ausstrecken und einmal wieder zurück auf die Seite legen. Dann kommt jetzt die andere Seite. Und da schiebst du dich jetzt erstmal auf die linke Seite oder legst dich erstmal auf die linke Seite. Jetzt liegt dein linker Arm hier, das siehst du jetzt natürlich nicht, ne, aber genauso hinlegen wie eben, quasi so, nur auf der anderen Seite. Und dann versuchst du dich hier auch auf den Bauch zu legen. So sieht das ungefähr aus. Und dann versuchst du dein linkes Knie nach außen rauszuschieben. Und jetzt liegst du quasi auf dem linken Arm drauf und dein linkes Knie ist ein bisschen nach außen geschoben. Was machen wir eigentlich mit dem Kopf? Den können wir durchaus hier auf dem Arm ablegen.
Jetzt drückst du einmal bitte mit dem linken Arm und mit dem linken Knie in den Boden. Langsam wieder locker lassen, die linke Schulter hier noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen mehr drehen, wenn es geht, sonst nicht. Und jetzt legst du dich erstmal wieder langsam zurück auf die linke Seite, drehst dich jetzt nochmal auf die rechte Seite und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit beiden Armen. Das heißt, du legst den rechten Arm erstmal wieder so seitlich außen hin, legst dich dann auf den Bauch, so, und jetzt versuchst du den linken Arm, ne, den hier, auch nochmal so seitlich hinzulegen. Jetzt liegst du hier so ein bisschen über Kreuz und denkst dir vielleicht, okay, wann lösen wir den Knoten jetzt wieder auf? Ja, vielleicht so in einer Minute. Und jetzt versuchst du quasi mit der rechten Schulter hier noch ein bisschen wieder runterzukommen. Und auch mit der linken Schulter möglichst runterzukommen, obwohl das natürlich, ne, dadurch, dass beide Arme jetzt da sind, einfach nicht so gut funktioniert. Beide Arme auch schön strecken. Und jetzt gerne nochmal mit beiden Armen in den Boden drücken, so fest wie es geht. Dann wieder locker lassen, noch ein bisschen mehr Gewicht auf die Arme geben, den linken Arm noch ein bisschen nach rechts, den rechten Arm noch ein bisschen nach links. Und dann legen wir uns so, wie wir jetzt hier sind, einmal auf den Rücken. Haben dann hier nochmal beide Arme oben und ziehen beide Arme nochmal nach außen. Also den linken Arm ziehen wir nach rechts und den rechten Arm ziehen wir nach links. Und dann die Arme langsam wieder absenken. Und dann haben wir so ziemlich alle Bewegungsrichtungen, die unser, wie anfangs besprochenes, Schultergelenk, also unser Kugelgelenk, so machen kann. Und haben damit jetzt unserer Schulter wirklich einen schönen Gefallen getan. Schreib mal in die Kommentare, ob sich deine Schultern jetzt gut und lockerer anfühlen oder ob du da ein paar Baustellen gemerkt hast, wo einfach die Beweglichkeit noch nicht so gut ist. Dann könntest du auf jeden Fall jetzt dieses Training quasi für die nächste Woche jeden Tag wiederholen. Und dann kommt ja nächsten Samstag das nächste Samstagstraining mit einem anderen Bereich wieder. Von daher ist das jetzt einfach deine Hausaufgabe für die nächste Woche. Dann abonniere gern noch den Kanal und drück die Glocke, damit du mitbekommst, wenn das nächste Samstagstraining dann erscheint und was für weitere Videos auch noch auf diesem Kanal so erscheinen werden. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende oder einfach einen schönen Tag, je nachdem, an welchem Tag du dieses Training jetzt gemacht hast.